Ey, yo, Mann, hast du Money? Hast du Mon? Kann ich fahren? Ah, schwierig. Mach doch auf, Mann! Bruder, lass ihn doch, Digga, lass ihn, gib ihn, gib ihn. Bruder, das ist mein Auto. Ja, mach auf. Gib ihn doch, Digga, gib ihn doch. Komm, ich komm aber mit. Digga, lass ihn doch alleine, hä? Was willst du denn? Bist du irgendwie aussteigen, du Hund. Wie, aussteigen? Aussteigen aus meinem Auto. Steig aus. Ich steig nicht aus. Steig aus oder es rappelt im Karton. Boah, Bruder, da hab ich Bock drauf. Lang kein Zeit mehr, oder was meinst du? Steig aus oder du bist tot. Ja, ach so, das meinst du, ja, alles. Hey, was wollt ihr? Ey, ist das euer Ernst, Bruder? Oh mein Gott, Alter, wie langweilig, ja. Ey, Junge, hört auf, Mann. Seid ihr dumm, ey? Hier wird N-Wort gesagt. Du versuchst mit mir eine Situation zu führen. Bist du dumm? Ihr seid solche Lappen. Ihr seid so hobbylos. Ja, Mann, tötet ihn. Was verdient ihr gerade so sehr, ne? Boah, geil. Ja, mach weiter mit der Maschinenpistole. Die Waffe ist schon krass, sag ich euch ehrlich. Scheiß drauf, einmal bannen. Nicht auf mein Motorrad steigen. Bitte, nein, ich schieße. Bitte. Ey, bitte. Komm schon, Samu, bitte, Walla. Ja, Tamam, ich schieß mich. Adi, mach. Warum seid ihr überhaupt hier? Kannst du mir nur sagen? Oder ich mach nix, ja, Walla, ich mach nix. Warum bist du hier? Oder der hier? Warum reicht es mir jetzt, Samu? Oder ich helf dir doch nur, ja? Jetzt hab ich die Schnauze dicke. Hamza. Wieso nicht Hamza? Ja, ich ist Hamza. Wollt ihr gefickt, wa, Hamza? Steig aus oder du bist tot. Du Sausack! Ach, Digga. Rooks, ist mir scheißegal, schreib mir nicht andere Streamer rein, die gehen mir am Arsch vorbei. Wir sollen nicht gegenseitig den Pimmel zacken und lass mich in Ruhe mit anderen Streamern. Bruder, wie soll ich denn Action machen, Bruder? Es funktioniert nicht. Hier wird keiner gebannt. Hier. Das ist echt miese gerade. Was? Werden doch da unten nach hinten. Geh nach hinten. Schneller. Lauf. Stehen bleiben, du Hund. Was willst du hier? Was kaufen? Mach dich ab, du wirst schon. Okay. Was passiert hier? Wird ausgeraubt, siehst du doch, du Penner. Was geht, Cocksucker? Bekomme ich vielleicht bitte das Geld? Nee, du kannst mir deine Machete geben. Wie wär's damit? Machete? Ich habe eine Machete? Ja. Hattest. Oh ja. Okay, ich habe keine Waffe, nichts. Ich habe kein Geld. Wie macht man eigentlich Geld auf dem Shop? Ja, musst du aufhören, zu lutschen, dann funktioniert das. Okay. Jetzt halt's mal, sonst kriegst du Machete in deinen Arsch. Da kommt Hamza. Raus mit dir, du kriegst meine Machete. Ey, was willst du? Ich will dann nur was einkaufen. Hamza, mach dich ab. Sonst? Okay, ich mach dich ab. Ey, du da raus oder du kriegst eine Machete. Ja, ich geh. Aber Bruder, ich liebe deine Videos, Wallah. Mach dich jetzt ab. Mach dich ab. Du, verpiss dich hier. Wenn du reinkommst, bist was du tot. Du? Weg hier, du Müll. Ja, okay. Was willst du? Hab ich gesagt, du darfst rauskommen? Nächste Machete landet in deinem Arsch. Bitte nicht. So, du musst jetzt sterben. Warum muss ich sterben? Bitte, Mann. Spaß, lass gehen. Echt? Ja, geh. Darf ich mir ein Repacket kaufen für das Motorrad? Mach, was du willst. Das Motorrad krieg ich doch. Ich hab dir auch Spitze gegeben, ja? Brauchst du auch Klappmesser? Warum nuckelst du so an deinen Eiern? Du hältst die Schnauze und gibst mir dein Auto. Wie lutschen an? Oh, lutschen. Shit, yo. Er wird gewinnen. Jungs, wie kann ich Repacket anwenden? Ich schließ einfach ab, ja. Was ein Typ. Machete-Action. Oh, oh, scheiße, Mann. Sorry, Alter. Wer, gib mir dein Fahrrad. Nein. Doch, Fahrrad-Action jetzt. Fahrrad-Action. Was geht hier vor sich? Gar nichts. Also, du hast mir einen Ferrari gebracht. Sag das doch. Nein, ey, bitte. Danke dir mal besser. Bitte. Tschüss. Ey, bitte. Deine Meinung zu Bananen? Keine Ahnung, oder fuck deine Mutter, die kennt sich damit besser aus. Hallo. Was willst du, Pimmelsacker? Nix, ich glaub nicht. Bist du grün hinter den Ohren? Mach dich mal ab. Ja, halt die Fresse. Stehen bleiben. Stehen bleiben oder kriegst du Machete in den Arschloch. Was soll das? Okay. Soll ich wieder vorkommen? Tut mir leid, Leo. Da meinte der wäre was, ne? Ey, warte mal. Ja, mit dem Auto da und. Boah, geiler Schlitten, yo! Action! Mach einen Abflug, du Würstchen. Alter, was hat das für ein Motorrad? Drift, zack! Sitzt du, halbe Wurst? Die Pekanus, die Macadamia, die Karanus, die ganze Stuss, die Palmus, wunderbar. Was ist das für eine Kacke, die er hört, ja. Ich steck sie in den Mund, die Haselnuss, die Pekanus, die Maca, okay, ja. Nüsse, Decke. Ich bin schon tot. Was willst du, du Pimmelsacker? Nee. Ey, soll ich reparieren? Ja, reparier. Ey, Kollege, hä? Warum schießt du mich einfach ab? Hä? Boah, du lässt ja nichts anbringen mit der Reparatur. Alles ready für dich. Danke dir. Viel Spaß dir noch. Rein. Schönen Abend. Jo. Ich liebe dich. Einfach rein. Ja, 71.000, jo.
Jetzt wohl gern. Meine Waffen sind geklärt. Ja, wir wechseln den Server, Bruder. Ich hab keinen Bock mehr, Bruder. Der Server ist gerade voll Much. RTG, man, sich alles Schrott gerade hier. Wir wechseln den Server und vorher f***en wir jetzt erstmal hier alle. Kleine Spät. Ah! Jetzt habe ich die Schnauze aber dicke. Ich wollte Spende. Macht euch alle ab hier. Digga, macht euch alle ab hier. Kleine Spende bitte. Reicht mir jetzt mit euch. Jetzt laufe ich aber Amok hier. Nein! Reicht es mir. Okay, du überlebst. Hilfe. Amok gleich. Oh. Hab ich aber die Schnauze voll, Alter. Angst. Hilfe. Mendi! Hör auf, Bruder! Digga! Pack mal die Waffe weg, Alter. Pack mal die Waffe weg. 455 und 433 sind weg. Alles gut, ist wegsam. Ist wegsam, Amener Köln, du hast doch geil's gemacht, du jackst ja einen irgendwann, wenn du sagst, ist gut, Samuel, lutsch mal Sch*** Amener Köln. Voller Typ, sag, ist sick, der geht Amener Köln, ja. Was? Hättest du eine Waffe für mich, verpiss dich, ich mein Sch*** lutschen kannst du. Ey, du kleiner H***, hör mir mal zu. Du lädst meine Eier, du H***, und haben wir uns verstanden, du Spaß. Ja, wird dir erstmal der Pillemann abgeschnitten. Das ist nett. 476. Arsch. Na, was ist los, du P***sch? Oh, sorry. Aber wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich das Motorrad auch direkt nehmen, ne? Warte. Ja, das war, glaube ich, in die falsche Richtung mal besser. Was war denn? Ich war ein anderer. Ey, runter von dem Fahrrad. Runter mit dir. Hör auf, ey, bitte. Ey, ist nur mein Fahrrad. Ey, okay, bitte. Du wolltest nicht anders. Nein, tschüss. Hör auf, ich schieße. Dein Fahrrad, hä? Komm her, du Schlingel. Mach Hitten-Action. Ich mach jetzt mit dir auch Hitten-Action. Nein, bitte, ich geb dir alles, was du willst. Ah, bitte. Was denn zum Beispiel? Was willst du? Komm her. Ah, scheiß auf dich. Oh! Bevor du wieder ein Messer ziehst, Alter. Gar keinen Bock auf so eine Kacke. Hey, runter von meinem Motorrad. Runter von meinem Motorrad, und mach dich ab. Ja, wurde den Arsch gefickt, wa? Was wollt ihr? Was soll denn die Kacke jetzt? Oha. Bleib stehen. Und? Ey, Alter. Jungs, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Wer jetzt hier versucht, weiter Stream zu setzen, Digga, den bann ich weg, aber auf lebenslange. Du verstehst mich aber, warum ich alle abknall, ne? Natürlich verstehe ich, Digga. Geiles Fahrzeug, yo. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Ach, 1500 Leute, ich mein Schuss. Jetzt geht's ab. Hamza, mach dich ab! Bleib stehen, Hamza! Ich mach jetzt mit dir Hamza-Action. Ich will lieber nicht stehen bleiben, sonst bist du tot! Hamza-Action! Hamza-Action! Bitte lass es, bitte! Ich will weiterfahren, letzte Chance, dass du gleich ab. Okay. Hamza-Action, die mach ich jetzt mit dir! Oh, nicht schlecht, Hamza! Du lässt dir ja nichts anbrennen! Was? Wo ist der? Wo ist Hamza? Da ist Hamza. Er hat gekürtet, der Schwanz. Hamza! Bist du zurück? Ich hab dich schon erwartet! Hamza! 2. Versuch! Oh, Scheiße. Ich liebe dich. Was? Action ist angesagt. Ist der zweite schlafen gegangen? Hamza! Bitte, steig ein, Hamza! Ich hab dich schon erwartet, Mann! Hast du 2 Nickerchen gemacht? Das war nicht, Sicher? Hamza, du bist geflogen! Steig ein, du bist tot! Okay, bitte, ich sterbe dann! Was sagt der Hamza, mach deine Pistole bereit! Komm, zeig mal, wie gut du bist! Oha, was macht der denn da? Okay, Trick 17, zack! In der Luft! Bismillah. Zack! Ah, oh, schade, hat nicht funktioniert. Alles oha, gut, Mann, alles gut. Fehleralarm. Hamza! 2 Nickerchen gemacht, eben, wie ich mitbekommen habe. Nö. Sicher? Sag mir die Wahrheit oder ich lasse dich ein drittes Nickerchen machen. Okay, Nickerchen. Ja, okay. 2 Nickerchen gemacht? Okay. Einer? Action! Oh, scheiße. Ich kann besser fahren. Steig ein. Ey, lass Hamza in Ruhe, Lando und. Lass Hamza in Ruhe, du P***sch. Bleib stehen, was soll das? Ja, da will ich auch schlafen gehen. Hamza, steig ein, du P***sch. Ich will hier auf die Brust kacken. Halt deine Fresse jetzt. Was will der Kackhaufen? Bleib stehen, du Hund.
Ey, was ist hier los, Mann? Jeder geht schlafen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Pass mal auf, dass ich dich wieder mit dir Hamza-Action mache. Sicher? Wie sicher? Nein, 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 alles gut. Ich hoffe für dich. Steig ein, Hamza. Ich bin was? Welcher Fraktion seid ihr? Lutsch mein Sch**. Der erzählt mir von Fraktion. Das ist aber gerade durchgeführt. Erzähl mir was über Fraktion. Pass mal auf, dass ich keine Hamza-Action mache mit dir. Pass mal auf, dass ich nicht auf die Hamza-Action oder was? Okay. Nein, okay, bitte, bitte. Hamza-Action. 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 Nein, bitte. Bleib stehen. Okay, ich bleib stehen. Hände hoch. Hendo, okay. Was noch? Komm her. Überzeug mich. Ich kann mich nicht bücken. Okay, komm, steig rein. Hau rein. Ah, oh, schade. Ja, hast gedenkt, ne? Gedenkt? Schon mal gar nicht. Sondern? Gedacht. Ich wollte dich testen. Ja, ja. Musst du deinen Kinderabschluss nachholen, ne? Ich glaub du, ne? Was will der? Fehleralarm. Oh, shit. Was ist das denn hier für eine Puss-Puss? Was? Du schlägst mich? Du schlägst mich? Du schlägst mich? Hamza, mach dich bereit. Er hat uns geschlagen. Ich hab doch keine Waffe. Hier. Keiner schlägt mich einfach so. Hamza, warum hast du eigentlich Mantel an? Du bist doch der größte Schlauch, Mann. Ich hätte dich gerade hochholen können, aber jetzt dann nicht. Okay, okay, bitte. Ja, was? Ich war nur ein Arschloch. Nein. Ja, sag mir irgendeine Entschuldigung. Dann könnte ich mir das überlegen. Ich suche dir einen Geilen. Jetzt, na, komm, ich steig rein. Gibt es eigentlich irgendwelche 50-Jährigen? Was sagst du, Hamza? Was sagst du? Ja, Motorrad. Ich gebe mein Motorrad, dich verarschen. Ey, Samu, ich liebe dich. Jo, fahr auf. Wohin, Hamza? Aus mit dir, Hamza, du Puss. In welcher Fraktion? Die Hamza. In welcher Fraktion? Das ist diese eine mit Machete in der Fresse. Ich schlag den. Du Hurensohn! Mein Digga, jetzt bin ich schon wieder tot. Hamza, komm doch jetzt. Was ist das? Komm doch jetzt, Hamza. Ich hau sogar ab. Ist mir scheißegal, du hast mich unnötig Zeit gekostet. Bleib stehen. Unnötig Zeit hast du mich gekostet, du Hund. Ja, lach mal. Ihr Lümmel abgeschnitten. Hamza, komm. Willst du ein bisschen Musik hören? Nein, ich will keine Musik hören. Nicht ein bisschen Haselnuss? Nein. Kennst du die Macadamia? Hör auf, sonst bist du tot. Okay. Mach dich ab. Hau rein, Hamza. Ich hab kein Handy. Ja, ich dachte schon, du kommst auf falsche Gedanken, Hamza. Was hast du gedacht? Ja, dass du abhauen willst. Hä? Bist du doof? Bevor ich gleich mit dir Hamza-Action mache. Was Hamza-Action? Willst du Hamza-Action, oder? Was? Nein. Ich stell mal kurz raus, ich will was testen, ich will was testen. Ja, verpiss dich doch, Arschloch. Ey, Hamza, was soll das? Okay, Spaß, ich hol dich hoch. Ich umarm dich, Arschloch. Hamza-Action. Hau rein. Komm ich doch hoch, du Arsch. Okay, such mein Auto, dann machen wir Hamza-Action. Du wirst sehen. Ich glaube, du machst gar nichts, hau rein. Ja, Junge, ich nehm dich doch gar nicht ernst. Ja, ich nehm dich gar nicht ernst. Das war eigentlich nicht so geplant. Warum ist dieses Fahrrad so langsam, Lan? Aussteigung, das Land. Wer? Ich? Hier, yeah, da knallt es für dich. Crossbike-Action oder was? Musik aus, Lan! Nein, Mann, mein Gott. Schlafenszeit. Scheiße. Was ist das denn für einer? Ey, yo, steig mal aus. Bro, steig aus, dann banne ich dich einfach. Steig aus, dann können wir das klären. Du weißt, du kannst ein bisschen Action machen hier. Jeder macht Action, aber das hat du da machst, das ist. Ich kann nichts machen. Ja, du bist geduckt im Auto, man kann dich nicht treffen. Was ist das für eine Kacke? War normal, Schneemann. Yo, what the f***? Halt die Schnauze, kleiner Lümmel. Du Lümmel, halt die Schnauze, bevor ich gehört, der Hund. Bin vernünftig. Was? Hast du mich gerade beleidigt? Nein, Bruder, hä? Ich bin ja gerade lecker. Hallo. Okay, dann belasse ich es ausnahmsweise bei einer Verwarnung. Was für Verwarnung jetzt, doch, keine Verwarnung. Willst du die Verwarnung nicht annehmen, oder wie? Deine Mom hat eine Verwarnung. Meine Mom? Okay. Hey, hey, hey. Hallo. Hallo. Oh, sorry. Ja, Walla. Du. Durch meine Eier, dann weg mit dir. Oh, das ist aber Diebstahl, ne? Hast du mich gerade nicht geschlagen, du Hund? Bruder, ich wollte nur Testfahrt, komm. Hier hast du deine Testfahrt. Oh, mal. Den links hochholen. Medic ist noch Geld am Geist. Ich verstehe diese Medics nicht, ne? Wie können die sich so eine Kacke antun? Ey, wie kann ich auf deinen D-Funk Ausreise bekommen? Du kannst die Ausreise bekommen. Ups. Was, ist tot? Was tötest du ihn? Ich bin Samu, bitte. Wer da, wo ist der jetzt hin? Ach, die hat keine. Ach, ja. Abflug! Mach dich aus der Acker, mein Bester. Oh, scheiße. Was willst du, halbes Würstchen?
Nein, du unten, du unten! Was macht die denn hier? Hey, wir chillen hier ein bisschen. Wir wollen Leute rekrutieren, Bruder. Ach du Scheiße, Bruder. Siehst du nicht gerade, was in der Stadt los ist, Bruder? Du bist ja falsch gerade. Man hört schon, Digga, die ganzen Schüsse. Solche Leute tun mir so leid, Bruder. Die machen hier RP, Bruder. Die versuchen so, weißt du, ich meine? Boah, die tun mir gerade so leid. Ich hab so Mitleid mit denen. Das ist einfach pure Zeitverschwendung, was die gerade machen. Deine B***. Was willst du? Du hast doch schutzsichere Auto, Alter. Gar nicht. Natürlich. Digga, das ist nur getötete Scheiben, Digga. Du hast schutzsichere Auto. Junge, nein, Digga, ohne doch. Scheiß. Ich hab doch eben geschossen, das ging nicht. Digga, ich war bei Gott, Digga, aber du, Digga. Ja, danke dir. Geht ihr mal alle drei flöten, wa? Schlafezeit. Ey, Kollege, chill mal. Du bist tot, Mann. Tote fahren keine Autos. Nice really, yo. Ups. Mach dich ab, du halbe Mini-Maker-Wurst. Was? Ist das für eine Stimme, Lan? Ah, ich bin's du, da, yo. Was geht? Oh, sorry, Bro. Sorry, alles gut? Oh, scheiße, Mann. Was willst du? Mach dich ab. Ja, was willst du, du Opfer? Albimer. Action! MD Action! Oh, warum? Aus dem Weg, du Wurst. Warum? Was hat man da? Was ist denn mit dir? Halt deine Schnauze. Oh, der rote Aussteiger was knallt. Dein rote. Ich glaube, Ausstellungskleid ist nicht. Boah, du hast den voll gegeben, Bro. Hast du Waffe? Nee, nee. Soll ich eine geben? Nee. Willst du nicht? Hier. Eine Idee, was ich jetzt mache. Tu jetzt so, als wäre ich der Rote, damit er auch beschießt. Hey, du Pisser, was sollte das eben? Oh shit, yo. Hey, was denn? Hey, alles gut. Ich geb dir mal mein Fahrzeug. Komm, ich nehme dich mal kurz mit zur Garage. Da bist du ein bisschen sicherer mit. Ich bin auch noch belohnt. Habt ihr eigentlich eine Einreise? Ne, momentan nicht. Okay, dann habe ich ja keine Schuld, ne? Nein, nein, ist gut. Nero, ich hab doch nicht unnötig getötet. Ich hab doch bis jetzt keinen einzigen getötet, Nero. Du verwechselst mich. Abfahrt! Ey, du Hund. Wie, du Hund, Mann? Was soll das, Mann? Wie, ich bin ein Hund. Haben wir ein Problem? Aus Versehen, sorry. Nein, nein. Kein Problem? Alles gut, ja. Dann ist ja alles gut. Dann ich dachte, wir hätten ein Problem. Bruder Nero, wenn du mir jetzt einen Revolver gibst, ne? Bist du mit Abstand der geilste Projektleiter. Egal, was später passiert, ob du durch Permabans oder sonst was. Du bist mit Abstand der geilste Projektleiter, den ich jemals gesehen habe. Nachdem ich so eine Action gemacht habe. Wenn du mir jetzt so einen Revolver gibst, sag ich dir offen, ehrlich, da bist du echt die Number One. Ist echt lustige Folge. Hopsi. Manchmal ist einfach entspannter, auf dem Kopf zu bleiben. Ey, nerv mich nicht, Mann. Ich will gerade entspannen. Mach dich ab. Manchmal ist es wirklich entspannter, einfach auf dem Kopf liegen zu bleiben. Findet ihr nicht? Ein bisschen zu relaxen. Zur Seite kippen, aber nur zur Seite. Soll ich Ihnen helfen? Hamza, mach dich ab. Ach du Scheiße, Nero, ey, du bist doch ein Motherfucker. Ich habe viele Projektleiter kennengelernt. Bei ihm ist es kein Glutsche, ihr könnt mir vertrauen. Weil ich habe auch gesehen, wie der zu anderen ist. Er ist bei anderen auch so korrekt. Bei seinem Team ist er so. Bei den ganzen Leuten auf dem Server. Deswegen weiß ich, dass es kein Glutsche ist. Bis jetzt haben wir nur Lutscher kennengelernt, aber bei ihm ist es nicht so. Ich habe Menschenkenntnisse, da könnt ihr mir echt vertrauen. Hamza! Schlafenzeit! Ich habe einfach neuen Content erfunden, oder Streamsnapper jagen. Ich weiß, er hat sich einfach so ergeben. Oder ich habe das erste Mal geaimt, so richtig, so auf eigentlich dieses Jahr Mai. Jemand hat meinen Twitch-Stream gemeldet. Maßnahmen? Keine. Schade, nächstes Mal vielleicht. Samu, ihr habt mal an! Samu, an! Ihr habt mal an! Scheiß Baum, Amana! Hinter, ich reagiere auf keinen, Mann. Die Leute sollen an anderen Sch** lutschen, aber ich lasse das nicht zu, dass sie meinen lutschen, nur damit die paar mehr Zuschauer bekommen. Die Leute sind so geil drauf, irgendjemanden den Sch** zu lutschen, das f*** ich immer so ab, ne? Ich habe einmal auf einen alten Mann reagiert am Ende im Ansagenvideo, das war's auch. Ich mach das nie wieder. Ich hab das auch nur gemacht wegen dem Chat. Ich finde, das ist so peinlich, dass du eine Ansage machst gegen irgendwelche Leute und bisschen so auf Krampf, bisschen reich, Bruder, das ist so peinlich. Oh mein Gott, warum sind diese Menschen so Fremdscham, Bruder, das ist so peinlich. Ey, ich find's voll krass, dass ich seit einem Jahr auf 5M bin und immer noch Server habe, ne? Da merkt man, dass ich gar kein Troller bin. Da merkt man das, dass ich jemand bin, der Grauzone und so macht. Eine Stunde Spielzeit, um mit Waffe zu integrieren. Was für eine Kacke, ja. Wollen Sie einreisen? Ja, ich will einreisen. Ich hab gar nicht von Ihnen das Regelwerk, ja. Das Regelwerk von den Schlappsch** nicht. Ach, scheiß drauf, ich rate einfach. Okay, let's go. Willst du das machen oder soll ich das machen? Mir ist es egal, wer das macht. Der kann sich einen aussuchen. Ich möchte zuhören auf jeden Fall, ist mir egal. Wie, du möchtest zuhören? Egal. Warte mal, ich kenn den. Wie, du kennst mich? Ja, Jungs, was jetzt? Ja, warte, ich mach mit dem Komet. Ja, komm. Ey, Bruder. Ja? Kannst du diese eine Stunde wegmachen, dass ich nicht schießen kann? Ich kenn dich, oh mein Gott, hä? Kannst du im Support mal fragen, wenn du willst. Ja, okay. Meint ihr, könnt ihr diese eine Stunde Zeit wegmachen bei mir?
Kennt ihr den, Digga, Jungs? Ja, ja, klar, ich klär's dir direkt. Ich wusste doch, dass ihr cool seid, Mann. Aber es ist ja RP-technisch auch hoch, ne? Ich kann mich ja nicht beschützen, wenn mich rein theoretisch jemand bedroht. Muss mich auch verstehen, weißt du? Leben ist ja wichtig, ich muss doch mein Leben beschützen. Was soll ich jetzt machen? Ich bin im Spiel. Ja, warte, gedulde dich ganz kurz. Also, ne, weil Einreisebeamter vor mich voll labert. Digga, das sind die Hampelmänner, Digga. Muss ich auch diese Einreise-Kack machen noch? Nein, nein, musst du nicht. Warte, ich komm jetzt. Ein paar Leute um Chef an, sagst du? Ich krieg das hin jetzt mit Anfängerschutz? Ich kann da sowieso nichts machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber ich denke schon. Hat überhaupt jemand dafür die Rechte? Das Problem ist, weil so Sachen hat nur Projektleitung. Warum sagst du mir das nicht direkt? Ich warte jetzt hier unnötig 10 Minuten. Es gibt gerade ein Live-Event, daran liegt es, dass es so lange dauert. Ja, ich bin die Projektleitung. Ich habe gehört, du willst den Anfängerschutz nicht, aber ich kann dich da nicht bevorzugen, ja? Ja, aber warum ruft ihr mich? Ich bin doch aus dem Server gegangen. Ihr habt mich gerufen, habt gesagt, wir machen es weg. Hey, so unnötig, ja? Amunakoim, walla, was ein Kack. Da ruft mich doch nicht. Ich habe doch nicht gesagt, bevorzugt mich, aber dann ruft mich doch nicht. Haltet mich nicht 20 Minuten hin und sagt mir, bla bla bla. Jungs, guck mal, warum haltet ihr mich jetzt 10, 20 Minuten hin und sagt, ich weiß nicht, so eine Digga, Kacke? Was hat das denn mit dem Vorzug zu tun? Ihr solltet jeden, der in Support reinkommt und so wie ich rede, den Anfängerschutz wegmachen. Was eine Zeitverschwendung, ja. Oh mein Gott, Alter. Er sagt, bevorzugt mich nicht, aber ich wurde eingereist, ne? Ja. Tut in meinem Stream einen auf, ey, wir bevorzugen keine Streamer. Fick der Lana, man. Ja, da bevorzugst du keine Streamer. Warum wurde ich überhaupt dann eingereist, ohne dass ich ein Gespräch machen musste? Was macht eine Person für dich unsympathisch? Unloyal. Es gibt zum Beispiel eine Charaktereigenschaft, wenn ich die bei jemandem bemerke, ist diese Person für mich einfach nichts mehr wert. Wenn ich merke, dass diese Person für Loyalität gar keine Verwendung hat, dass das für den nichts, keine Bedeutung hat, dann ist diese Person für mich nur noch ein Müll. Weil die Kette war nicht teuer, die hat mir meine Mutter gekauft vor 3-4 Jahren. 15, 20 Euro kostet die mir nicht. Ich trage die halt, weil die von meiner Mutter ist. Bruder, mir ist scheißegal, wer TikTok macht gegen mich. Die jucken mich alle nicht, Bruder. Ich reagiere auf gar nichts mehr. Ich habe einmal auf einen Familienvater reagiert, ich mache nie wieder irgendwas. Weißt du, ich finde das so Fremdscham, dass Leute mir irgendwie eine Ansage oder so machen. Bruder, ich finde das so Fremdscham einfach. Die versuchen einfach meinen Cock zu lutschen, Bruder, ja. Als wäre ich was, weißt du, ich meine. Der Typ auf TikTok zerstört aber deinen Ruf, indem er sagt, dass du dich beschwerst und dass du ihn nicht besser behandelst. Okay, dann soll ich mal argumentativ auseinandernehmen, mit Beweisen, zeigen, was Sache ist. Okay, dann machen wir das. Dream RP, worum geht's? Er sagt, du bist nicht Drake, aber in welchem Bezug, verstehe ich nicht. Er sagt, du hast rumgeholt, dass er dich nicht bevorzugt. Sollen wir mit dem schnacken? Hi. Ich würde gerne mit dem Projektleiter reden. Ich hole ihn dir, warte kurz. Okay. Projektleiter, ich warte. Wir haben was zu beschnacken. Komm zum Discord. Jojo, er kommt jetzt sofort. Okay, jetzt machen wir Projektleiter-Action. Projektleiter, komm in Discord, wir schnacken. Ich warte. Komm im Support. Ja, hast du eben ein Video über mich gemacht. Ach, du bist der. Was hast du in deinem Video gesagt? Was habe ich gesagt? Sag meine Worte. Was habe ich zu dir gesagt? In deinem TikTok hast du gesagt, ich hätte zu dir gesagt, ich bin ein Streamer und du musst mich bevorzugen mäßig. Das habe ich gesagt? Ja. Guck jetzt in meinen Stream, SXAK, komm rein, wir gucken jetzt die Aufnahmen. Dann sehen wir mal, ob ich so eine Aussage getätigt habe. Ich brauche jetzt den Stream nicht angucken, ja? Doch, du hast eine Aussage getätigt. Ich habe zu dir gesagt. Du hast mir unterschlagen. Danke, dass du mich auswählen lässt. Hör mir mal zu. Du hast mir unterschlagen, dass ich sagen würde, ich bin ein Streamer, du musst mich einreisen. Was habe ich dir gesagt? Ich habe dir gesagt, ihr hält mich so lange hin, deine Leute haben mich 15 mit im Support aufgehalten, ich bin reingejoint in eurem Support, habe ganz normal gefragt, ich habe gesagt, könnt ihr den Spawnschutz wegmachen? Und ich habe gesagt, ja, ist besser für RP-technisch. Ich habe mich einmal meinen Namen erwähnt, ich habe mich einmal erwähnt, dass ich Streamer bin, lass mich noch ausreden. Ich habe ganz korrekt gefragt, Bruder, ist doch miese, weil RP-technisch, ich kann doch nicht mein Leben beschützen, dies, das. Ich zeig dir jetzt die Aufnahmen. Das habe ich gesagt. Guck mal, Wir haben zu mir gesagt, okay, machen wir. Wir lassen dich einreisen. Die haben mich auch eingereist. Du sagst, Streamer werden nicht bevorzugt auf deinem Server. Warum wurde ich eingereist? Ich weiß ja nicht, was meine Supporter mit dir beredet haben, ja? Ich habe mich zu dir hin teleportiert. Hab dir gesagt, Digga, du musst leider wieder zurück zur Einreise, beziehungsweise es gibt diesen Noobschutz. Das hast du nicht gesagt. Ich hab dir gesagt, der Noobschutz wird nicht entfernt. Ja, du hast aber nicht gesagt, dass ich zurück zur Einreise muss. Das hast du nicht gesagt. Keine Sorge, Bruder, ich klär das rechtlich. Du bist für mich. Alles gut. Ich werde alles rechtlich klären. Ja, du klärst das rechtlich, Digga. Natürlich werde ich dir rechtlich klären. Du hast mir etwas unterschlagen, was nicht stimmt. Du hast mir gesagt, dass ich eine Aussage getätigt habe, die ich nicht gesagt habe. Okay. Komm in meinen Stream, lass uns doch zusammen anschauen, was ich gesagt habe. Digga, ich brauch deinen Stream nicht gucken. Ja, das lass doch schauen, ob ich das gesagt habe. Du hast doch mir unterschlagen. Hör mir doch mal zu, Digga. Du musst jetzt hier nicht einen auf Babo machen, Digga, das oder auf Anwalt, Digga. Wir leben in Deutschland, mein Bester, Alter. Ne? Wir leben in Deutschland, du kannst hier keine dicke Hose machen und einfach sagen, dass du irgendwas behauptet hast. Guck mal. Also entweder du redest wie ein normaler Mann mit mir oder du verpisst dich, ich red normal.
Warum bist du jetzt so getriggert? Du sagst zu rede mir, auch mit mir, so du sagst gehört, zu mir, ja, dass ich so eine Aussage getätigt habe, aber das stimmt nicht. Und das ist eine Lüge, das ist eine üble Nachrede. Ist doch so alles oder ähnlich, guck, wir brauchen ja gar nicht darüber zu reden. Bruder, ich habe doch die komplette Aufnahme, die gucken wir uns jetzt zusammen an. Guck, mich ganz, interessiert. Du bist so gerade so unterwegs wie die Medien. Du versuchst die Sache zu manipulieren. Du zeigst nur die letzten 20 Sekunden. Die ganze Situation, die anderen 20 Minuten in die Situation. Ja, guck mal, wir können jetzt irgendwie Männer klären. Du kommst in meinen Stream rein und wir gucken uns die Situation komplett an. Danach reden wir darüber. Ja, du sagst mir, wie Männer klären, aber kommst mit Anzeige. Guck mal, hör mir mal zu. Wir leben in Deutschland, erstens das. Ich bin kein Pisser, ich bin 25. Ich bin kein Pisser, der jemanden sagt, ich schlag dich also, kaputt. Ein paar Jahre älter. Hör mir mal zu. Ich sag zu keinem, du bla bla bla, ich fahr zu dir, ich boxe zusammen. Ich bin für sowas zu erwachsen. Weißt du, sowas mache ich nicht. Was soll ich denn hier machen? Hä? Wenn du einen gammeligen TikTok machst und mir meinen Ruf versuchst zu schädigen, üble Nachrede und so weiter, und du behauptest, und dann sehen das vielleicht Leute, die mich feiern und sehen so, oh, Sixpack, der. Denkt, der wäre was. Ich habe nicht ein einziges Mal erwähnt, dass ich Streamer bin. Nicht ein einziges Mal. Warum soll ich dir den Einreiseschutz wegnehmen? Nur weil du ein Streamer bist. Was hat das denn mit Streamer zu tun? Warum soll ich dir den wegnehmen? Deswegen sag ich doch, komm in mein Stream. Ich sag dir, warum ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, komm, wir gehen mal Support. Wir fragen dann korrekt nach. Deine Leute haben gesagt, ja, wir können Streamer nicht bevorzugen, dies, das und so weiter. Ich habe gesagt, nein, das hat doch nichts mit Streamer zu tun. Ihr sollt das bei jedem machen, der da reinkommt und sagt, ja, Bruder, Spawnschutz ist ja bei euch, damit man nicht morden kann, die Leute töten kann und so weiter. Dafür wird es gemacht. Das wird mir erklärt. Ich habe gesagt, wenn ihr eindeutig wisst, dass der Typ korrekt ist und RP macht und so weiter, dann könnt ihr Spawnschutz bei jedem wegmachen. Das hat doch mit Streamer nichts zu tun. Das sage ich doch hier. Ich habe die Aufnahme. Also wir brauchen gar nicht zu reden. Lass uns einfach die Aufnahme zusammen gucken. Wir können das doch normal klären, ohne Probleme für dich. Wenn du jetzt in meinen Stream guckst und wir die komplette Situation überblicken, dann sagst du mir was dazu. Ich gucke mir das gerne mit dir jetzt zusammen an. Okay, machen wir so. So, jetzt machen wir Projektleiter-Action. Bist du im Stream? Ja. Yeah. Wo hast du denn meinen Namen gefunden? Verlauf nach Nico. Du hast doch eben gesagt, ich weiß gar nicht, wie man es schreibt. Ja, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, wurdest erwischt, wa? Wir gucken jetzt die Aufnahme. Ich hab die hier, zum Glück. Ich hätte mich jetzt sehr geärgert, wenn ich dich nicht gehabt hätte. Wenn du so kommen willst, dann müssen wir doch beide das gar nicht mehr bereden. Dann gehst du zu deinem Anwalt. Nein. Wir werden jetzt zusammen anschauen. Dann haben wir deine Meinung dazu. Und vielleicht klären wir es noch eine andere, auf eine korrekte Art und Weise. Oder willst du es auf diese Art und Weise klären? Digga, wie gesagt, Alter. Willst du es korrekt klären oder willst du es mit Recht klären? Mir ist es gleich, Digga. Wir können es hier jetzt klären. Oder ja, dann lass uns das jetzt klären, dann guck jetzt mein Stream. Wie du es die ganze Zeit androhst zu machen. Ich drohe dich nicht. Ich drohe. Bruder, wir leben in Deutschland. Hier läuft nichts. Hier wirst du gefickt. Hier kannst du kein Recht fressen von anderen. Funktioniert nicht. Hier kannst du keine Welle schieben. Wir sind hier nicht auf dem Bazar. Wir sind hier nicht in Bangladesch oder was weiß ich. Hier läuft sowas nicht. Hier kannst du nicht einfach im Internet so dicke Fresse aufmachen und solche Sachen bauen. Ach, Digga. Jetzt schau zu. Streamer von heute sind halt auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Ja, Streamer sind halt auch nicht mehr das, was sie waren. Ja, ich bin kein Streamer, der für Subs schütze. Du hast du recht. Danke dir. Ich möchte zuhören auf jeden Fall. Ist mir egal. Also das hast du schon mal bemerkt, das ist der größte Fanboy. Ich tue immer noch so, als wäre ich eine unbekannte Person, dass man mich gar nicht kennt, ja. Weil ich bin nie so einer, der auf sowas sich drauf einjagt. Wir haben die Supporter dafür auch bestraft, weil sowas geht gar nicht. Das ist dein Team, ne? Das ist dein Team, mitgegangen, mitgefangen, würde ich mal sagen. Jetzt guck zu. Und ich will jetzt ein einziges Mal aus meinem Mund die Worte hören, dass ich meinen Twitch-Namen, meinen Namen, Streamer-Namen, diese Worte benutze. Das will ich jetzt ein einziges Mal aus meinem Mund hören, so wie du es behauptet hast. Ja gut, sagen wir mal so, die Einreise an sich. Wir gucken weiter, lass uns das zu Ende gucken. Kannst du diese eine Stunde wegmachen? Guck, ich frag den ganz korrekt. Das habe ich auch damals gemacht, Offstream, auch mit zwei Zuschauern. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Streamer bin. Habe ich einmal erwähnt, dass ich Streamer bin? Nee, habe ich nicht. Ich habe gar nichts erwähnt. Er hat mich zuerst erkannt. Ich frag ganz korrekt. Guck weiter. Also kannst du im Support nachfragen. Er sagt zu mir, kannst du im Support nachfragen. Weißt du, wenn er mir sagen würde, nein, Thema gegessen, okay, alles gut. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, geh zum Support. Kannst du klären wahrscheinlich, hat er darauf hingewiesen. Weiter geht's. Ich frage mich darüber, ob das Spawnschutz generell gibt. Immer noch. Ich bin aus dem Gespräch raus. Ich erwähne immer noch nichts von Streamer, aber wir gucken weiter. Kacke ist das bitte. Gefühlt eine gekommen und hat jeden erdämmt, weißt du? Nee, ich erdämm dich, Bruder. Ich schwör's dir. Ich kenne dich, Digga. Ja, du weißt doch, dass ich mich an die Regeln halte. Ja. Guck, ich sage, ich erdämm dich. Ich gebe den Argumente. Streamer wird immer noch nicht erwähnt. Er sagt zu mir, ich kenne dich. Guck weiter. Ja, ich weiß schon, Digga, aber ich kann das nicht machen. Mach doch keinen miesen, Bro. Ich dachte, du wärst cool. Ja, ich klär's dir direkt. Guck, er sagt zu mir, ich klär's dir direkt. Jetzt hör zu. Und jetzt, wann bin ich Support reingegangen? Siehst du hier in der Anzeige, ich bin vor 2 Minuten in Support gegangen. Ich bin bei 1 Stunde 20 im Support gewesen. Am Ende zeige ich dir nochmal diesen Timer, bis wann das alles gelaufen ist. 1 Stunde 22 haben wir. Aber es ist ja RP-technisch auch hoch, ne? Ich kann mich ja nicht beschützen, wenn mich reintäuscht jemand bedroht. Das ist das, was ich gesagt habe. Das war mein Argument, weswegen ich den Schutz nicht haben wollte. Ich wollte mich RP-technisch IC beschützen können. Und die haben mir gesagt, das Argument, die meinten, wegen dem Modern und so weiter, dies, das. Da habe ich zu denen gesagt, Jungs, ich mach doch keine Scheiße, dies, das, ich will nur mein Leben beschützen und so weiter. Und die haben das dann akzeptiert und meinten, ja, okay, wir machen das. Wir gucken weiter. Eingemacht. Guck mal, hier war eben einer war hier und jetzt sind es plötzlich 3. Deine ganzen Supporter sind wieder mir meinen Scheiß am Lutschen. Ich habe immer noch nicht erwähnt, wer ich bin. Hast du bis jetzt einmal von mir gehört, wer ich bin?
Hast du einmal gehört, dass ich gesagt habe, ah, ich bin ein Streamer, dies, das. Das sind die Hampelmänner, Digga. Erstmal die eigenen Support als Hampelmänner beleidigen. Stabiles Support auf jeden Fall. Ja, wollte ich auch diese Einreise kack machen noch? Nein, musst du nicht. Warte, dann geht. Er sagt zum Beispiel, ich muss die Einreise nicht machen. Erstens das Argument, ich habe Streamer nicht erwähnt. Er hat mich bevorzugt. Hat man ja hier offensichtlich gesehen. Er hat mich eingereist. Wir gucken weiter. Wo ist Rüdiger? So, und jetzt machen die ganze Zeit Support-Gespräche. Ich habe mit den Sachen nichts zu tun. Die labern irgendwie Scheiß vom Würfelpack, was weiß ich. Und ich warte die ganze Zeit. Genau, jetzt bist du draußen. Ich bin eingereist. Ich wurde auch nochmal saftig zum Würfelpack gebracht. Auf solcher Basis. Ja, dafür hat er auch seine Strafe bekommen. Ja, Bruder, warum? Ja, das interessiert mich nicht, was für eine Strafe. Hier wurden Sachen gesagt, die nicht stimmen. Wir gucken jetzt weiter. So, ich bin bei 1 Minute 20 in den Chat reingekommen und die haben mir bei 21 gesagt, dass sie mir den Sportschuss wegmachen, weil ich das Argument gebracht habe, ja, wegen, ich kann mein Leben nicht bestimmen, dies, das und so. Die waren dann damit einverstanden. 10 Minuten ist es her und jetzt sagen die mir das. Kriegt das hin jetzt mit Anfängerschutz? Weiß mal, wie das überhaupt geht, aber ich denke schon. Bruder, das Problem ist, weil so Sachen hat nur Projektleitung. Also jetzt sagen die mir nach 10 Minuten erst, nachdem die mich 10 Minuten hingehalten haben und mir von Anfang an gesagt haben, ich sag dir, warum wir das gemacht haben, damit die mit mir im Support schnacken können, weil es anscheinend Fanboys waren. Deswegen wahrscheinlich, kannst du dir vorstellen. Die haben mich 10 Minuten hingehalten und mein im Support. Ich habe da auch öfters betitelt und gesagt, ja, was labern mich jetzt voll, dies, das und so. Die haben da noch Gespräche, hast du auch mitgehört, ne? Die Support-Gespräche haben die und die lassen mich da noch warten. Ich denke mir, ja, okay, dann warte ich. Ich warte jetzt 10 Minuten, jetzt sagen die plötzlich, kann nur Projektleiter und dann sage ich diese Aussage. Warum sagst du mir das nicht direkt? Ich warte jetzt hier unnötig 10 Minuten. Es gibt gerade ein Live-Event, daran liegt es, dass es so lange dauert. Er sagt so mal immer noch, Live-Event, dies, das, es dauert. Es wird noch passieren. Nee, ich muss ja, aber das stimmt wirklich. Ja, ja, aber er sagt ja, es wird passieren. Du wirst gleich den Spongebob wegbekommen. Er hält mich immer noch hin. Jetzt kommt dieser selbe Typ, der dich mit dir gerade geredet hat, ja, kommt zu mir runter. Er sagt, ey, da ist so ein Streamer. Und ich so, ja, wer denn? Ja, so ein Streamer mit 500 Zuschauern. Und ich so, ja, was will der? Der so, ja, der will Noob-Schutz weg und alles. Und dann gehe ich ja schon mit einem ganz anderen Gedanken in das Gespräch rein, weil für mich hört es sich ja dann so an, als hättest du im Support rumgebettelt. War ich derjenige, der gebettelt hat? Kannte ich ja nicht. Eure Leute, die gebettelt haben, dass ich da warte und dass sie mir alles geben. Wer war jetzt derjenige, der gebettelt hat? Ja, da muss ich leider sagen, waren das meine Teamler, ja. Aber dann macht man keinen TikTok. Du kommst zu mir privat, sagst so nein, und so und auf. So, dies, das und da machst du. Du dich selber und sagst mir Sachen, die gar nicht stimmen. Ja, aber warum ruft ihr mich? Ich bin ja aus dem Server gegangen. Ihr habt mich gerufen, habt gesagt, wir machen's weg. Hey, so unnötig, ja? Amunakoim, walla, was ein Kack. Du hast gerade zu mir gesagt, dass wir keine Streamer bevorzugen. Habe ich jetzt einmal in diesen Aufnahmen gesagt, wer ich bin? Habe ich einmal gesagt, ich bin Streamer? Was habe ich das ein einziges Mal erwähnt? Ich kann doch nicht in die Köpfe gucken, ja? So, hier ist es zu Ende. Und jetzt gucken wir deinen TikTok an, was du gesagt hast. Warte. Deswegen habe ich noch lange nicht das TikTok aufgenommen, ja? Du kannst auch gerne deinen Zuschauern mal ein paar Minuten weiter laufen lassen, wie du noch geredet hast, ja? Okay. Ist gar kein Problem. Jetzt berichtest du wieder einseitig. Ist gar kein Problem. Ich habe meinen Twitch eingeschaltet. Ja, okay, komm. Du sagst irgendwie hier, Jara, Projektleitung und so weiter. Oder? Ich habe nichts zu bewerben von meinen Zuschauern. Die Zuschauer waren live da, die haben alles gesehen. Aber sag mir bitte, dass das gelungen ist mit Einreisen, dass ich nicht bevorzugt wurde. Guck jetzt. Also, wie gesagt, das lag an einem Kommunikationsproblem. Mein Support hat mir erzählt, dass... Ja, Bruder, warte kurz. Du wolltest die Aufnahme, dann gucken wir uns. Jungs, guck mal. Warum haltet ihr mich hier 10, 20 Minuten hin und sagt... Ich weiß nicht, Digga, ich habe... Was hat das denn mit dem Vorzug zu tun? Ihr solltet jeden, der in Support reinkommt und so wie ich rede, den Anfängerschutz wegmachen. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wir die Aufnahme weiterspielen, weil ich habe hier noch die Aussage getätigt, es hat nichts mit Bevorzugung zu tun. Das solltet ihr bei jedem machen, weil es auch legitim wäre, wenn jemand reinkommt. Aber wir gucken noch, kommt da noch was? Warte. Aber ich ja, da kommt noch was. Er sagt, bevorzugt mich nicht, aber ich wurde eingereist, ne? Ja. Ist die Wahrheit? Tut in meinem Stream einer auf, ey, wir bevorzugen keine Streamer. Fick der Lana, Mann. Jarak, bevorzugst du keine Streamer. Warum wurde ich überhaupt dann eingereist, ohne dass ich ein Gespräch genau machen musste? Und jetzt frage ich dich, wurde ich dich bevorzugt? Hat das, was ich gerade gesagt habe, ist deine Richtigkeit? Aber genau... Ist meine Aussage richtig? Guck mal, wie gesagt, ich kann ja nicht in die Köpfe von den anderen Leuten Team gucken, ja? Weißt du, aber mitgehangen, mitgefangen. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ja, mitgehangen, mitgefangen kannst du an der Stelle nicht sagen. Aber es war ein Kommunikationsproblem. Ja, wurde ich bevorzugt oder nicht? Du wurdest an der Stelle von meinem Team bevorzugt, ja. Okay, wir gucken jetzt noch deinen Clip, was du gesagt hast. So. So Leute, dieser Streamer war gerade auf unserem Server... Und hat dann wie ein kleines Kind rumgeheult, dass er nicht bevorzugt wird von uns. Ja, da weiß ich doch ganz. Er ist doch ein großer Streamer also und man muss ihn dann nicht. Warte, Bruder, ich will deine Aussagen hören, sei mal bitte leise. Dieser Streamer war gerade auf unserem Server und hat dann wie ein kleines Kind rumgeheult, dass er nicht bevorzugt wird von uns. Er ist doch ein großer Streamer und man muss ihm doch den Noob-Schutz weggeben. Man muss doch das und das und das machen. Nein, Digga, du bist nicht Drake. Komm mal klar. Du hast gesagt, ich hätte gesagt, dass ich ein großer Streamer wäre, dass du nicht bevorzugt werden musst. Das ist deine Aussage. Hast du die Aufnahme gesehen? Ist so ein Wort gefallen? Habe ich ein einziges Mal Streamer erwähnt? Habe ich das gemacht? Nein, habe ich doch schon gesagt, Digga, aber es war ein Kommunikationsproblem. Okay, es war ein Kommunikationsproblem. Aber macht man dann TikTok? Macht man dann TikTok? Und versucht auf Krampf irgendwie auf irgendwelche...
schon wieder nicht auszugenerieren. Wie gesagt, es war ein Kommunikationsproblem. Guck mal, ich kenne dich nicht. Ich scroll manchmal durch TikTok. Ich sehe, dass du gutes Aim hast, dies, das. Habe ich bei TikTok gesehen, ja. Aber deine Streams habe ich noch nie geguckt. Auf einmal, ich gucke nur die ersten 5 Sekunden von deinem Stream und ich höre Sigtarlan, Sigtarlan. Digga, was soll ich denn da von dir denken? Und dann habe ich einfach aus Aktion den TikTok gemacht. Dann sage ich jetzt mal was dazu. Wie würdest du reagieren, wenn du 20 Minuten im Support so hingehalten wirst, dass du eingereist wirst, dass man dir den Schwanz lutscht, dies, das, du wirst hardcore bevorzugt. Ich kenn das, wie würdest du reagieren? Das ich glaube, ich habe noch relativ korrekt reagiert. Normalerweise würde ich bei sowas direkt auf alles beleidigen und so weiter. Du hast jetzt die komplette Situation gesehen. Das, was du da sagst, was sagst du dazu? Was war das jetzt von dir? Digga, wie gesagt, das war ein Kommunikationsfehler an der Stelle. Ja, aber was war das von dir? Ich will es von dir hören. Und ich bin dir auch ganz ehrlich, Digga, wenn du mit sowas nicht klarkommst, dann bist du einfach in dieser Szene falsch. Das hat nichts mit Erzählen zu tun. Das hat nichts mit Erzählen zu tun. Hör mir mal zu. Guck mal, es ist okay, wenn du sagst... Um einiges mehr Reichweite in meinem Leben gehabt. Ich habe mehr Scheiße gehabt am Start als du. Darum geht es gar nicht. Es geht doch nicht um die Reichweite. Darum geht es doch gar nicht. Ich will mich doch nicht pushen, Digga. Hör mir doch mal zu, Digga. Lass mich doch mal ausreden. Wenn du nicht ausreden kannst, Digga, dann kannst du das knicken. Dann geh zu deinem Anwalt, schick mir einen Brief, Digga. Mein Anwalt klärt das. Wenn du rede wie ein Mann, lass mich mal einmal ausreden, Digga. Sonst du bist doch gerade richtig eklig unterwegs. Ja, natürlich, Digga. Du bist richtig am Beleidigen. Warum bin ich so? Du bist gerade mad und so. Aber ich habe doch gerade die ganze Situation erklärt. Du bist in deinem Stream, ja, okay. Du fühlst dich jetzt gerade vor deinen Zuschauern cool. Ich kenne das selber, Digga. Ich fühle mich nicht cool. Bro, du musst gar nicht. Denkst du, ich bin du? Du bist nicht ich. Ich bin eine andere Person. Hör mir mal zu, ja. Ich kann mich nicht mit mir vergleichen. Ich komme damit so sehr hardcore klar, wenn die Leute mir irgendwas sagen im Internet und so. Damit habe ich gar kein Problem. Ich werde so oft beleidigt auf Instagram oder was weiß ich. Du weißt gar nicht, vor wie vielen Leuten ich Hassnachricht bekomme, die RP-Stock im Arsch haben. Ich kenne das alles. Das ist gar kein Problem. Aber das ist wieder was ganz anderes. Das ist die Öffentlichkeit. Du machst ein öffentliches TikTok und du behauptest, das ist das Gleiche, wie wenn du ein öffentliches TikTok sagst und sagst, ja, Sixsack hat eine Frau vergewaltigt. Beispiel jetzt, ne? Stimmt ja nicht. Aber du hast die Aussage getätigt. Das ist ein Beispiel. Weißt du, was eine Metapher ist? Weißt du, was ein Beispiel ist? Guck mal, hör mal jetzt zu. Du hast gesagt, ich hätte zu dir gesagt, ich wäre ein großer Streamer und du musst mich bevorzugen, dies, das. Das waren deine Worte. Du hast Sachen gesagt und wenn deine Leute ein TikTok... Ja, lass mich doch ausreden. Du redest doch von ausreden. Lass mich ausreden. Du hast zu mir gesagt, dass ich diese Sachen gesagt hätte. Und Leute, die deinen TikTok jetzt sehen und die mich auch kennen, die denken dann automatisch, ah, okay, Sixsack hat anscheinend auf diesem Server diese Aussagen getätigt. Und das ist übel Nachrede. Guck mal, das war jetzt ein Kommunikationsfehler. Ich biete dir zwei Optionen, wie wir es jetzt klären. Du siehst deinen Fehler ein. Nochmal, ja, natürlich sehe ich einen Fehler ein. Weißt du, wenn du so bist und so, dann brauchen wir jetzt nicht so auf Krampf hier, keine Ahnung, rechtlich irgendwas zu machen und so weiter. Ich möchte, dass du dein TikTok löschst. Ich möchte, dass du dich jetzt öffentlich bei mir entschuldigst, dass du so eine Aussage getätigt hast. Und dann lassen wir das. Und dann gehen wir auseinander. Dann ist die Sache für mich geklärt. Guck mal, wenn ich im Support reingekommen wäre, ihr hättet zu mir gesagt, nein, machen wir nicht. Streamer werde ich bevorzugt. Ich hätte gesagt, krass, geiler Server, hätte ich gesagt. Ich bin derjenige, ich habe 51 Teile auf YouTube hochgeladen und ich sage so gut in jedem zweiten, dritten Teil, sage ich, ich hasse es, wenn auf dem Server Streamer bevorzugt werden, dass der Sch** von Streamer gelutscht wird. Ich habe so oft Videos über Projektleiter gemacht, dass mir der Sch** gelutscht wurde, dass mich das richtig abgefuckt hat. Und warum soll ich das dann selber machen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich werde mich niemals auf sowas aufgeilen. Niemals. Ich hasse es, bevorzugt zu werden. Guck mal, ich habe jetzt die Aufnahmen gesehen. Ja, du hast recht. Aber ohne die Aufnahmen zu wissen, wie würdest du reagieren? Okay, du sagst jetzt, ich will kein TikTok machen. Ich will kein TikTok machen. Ich würde es vielleicht mit ihm privat klären. In den Chat mal kommen. Ja, hier, lass uns das mal privat klären. Vielleicht gab es da eine Diskrepanz. Vielleicht können wir es klären und so weiter und so fort. Das würde ich machen. Und nicht TikTok machen auf Krampf. Sixsack hat vielleicht dies, das. Vielleicht machen wir da ein bisschen Aufruf und so weiter. Und das ist so. Das ist nicht die richtige Angehensweise. Ja, vielleicht an der Stelle aus Wut gehandelt, ja. Und auch nicht nachgedacht. Aber wie gesagt, man macht ja kein TikTok über ein Thema, wenn man sich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt hat, ne? Aber ich will dir nichts Böses. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 26. Du bist 26 und ich meine, das, was du da gemacht hast, das würde ich jetzt nicht böse gemeint. Sowas wüsste ich schon mit 14, dass sowas sich nicht gehört, eine Aussage zu tätigen. Wie oft hast du gerade im Stream gesagt, normalerweise würde ich noch viel übler beleidigt. Du hast ja aber auch gerade gesagt, dass du von deinem Team auch mitbekommen hast, dass das mit dem Bevorzugung auch stattgefunden hat. Wieso hast du spätestens dann, als du das erfahren hast, warum bist du nicht dann zu mir gekommen und hast das TikTok online gelassen? Wenn du diese Tatsache erfahren hast, dass ich tatsächlich bevorzugt wurde, warum machst du dann ein Video? Dann musst du noch mal ein bisschen nachdenken und dann wirst du ja ein bisschen drauf kommen. Vielleicht ist da ein bisschen mehr dahinter. An der Stelle wusste ich ja nicht, dass sie dich bevorzugen. Ich lese die ganze Zeit im Chat, Kinder, Geld abgezockt mit Fortnite, dies, das. Oder das ist mir scheißegal, diese Person
Person, was der macht, privat ist das, das ist nicht mein Ding, das ist sein Ding. Ich bin ein Mensch, ich bilde mir keine Meinung über jemanden, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Er ist halt nicht so gewesen jetzt in diesem Fall. Ich mache sowas nicht, bevor ich eindeutig hundertprozentige Beweise auf den Tisch legen habe, dass ich weiß, dass er so ist. Bevor ich das weiß, dann mache ich kein Video, ich rede nicht über diese Person. Das hast du jetzt anders gemacht. Ich will jetzt auch diese Sache jetzt nicht so unnötig verlängern. Ich hab dir jetzt gesagt, ich hab dir zwei Optionen geboten. Also die erste Option wäre für mich, entweder wir klären es rechtlich. Und Bruder, ich bin so einer, ich mach das, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, für mich gar kein Problem. Ist halt unnötig Kopfschmerzen für dich und für mich. Aber ich lasse das nicht zu, dass man halt mein Recht so ein bisschen auffrisst. Aber ich denke, die zweite Option wäre für uns beiden plausibler. Die wäre halt, dass du das TikTok löschst und dass du dich halt öffentlich bei mir entschuldigst, damit alle auch was wissen, heißt bei dir, was heißt öffentlich dass du dich entschuldigst, dass du diese Aussage getätigt hast, dass du damit komplett falsch gelegen hast und so weiter und so fort. Dass du dich dafür entschuldigst, dass du dich dafür gerade machst. Und ich finde, sich zu entschuldigen ist auch keine Schwäche. Wenn du dich jetzt nicht entschuldigen willst, dann wäre das eine Schwäche. Ein Mann gesteht seinen Fehler ein und entschuldigt sich dafür. Ich muss mich auch für das Team entschuldigen, ja? Guck mal, ich entschuldige mich erstmal natürlich auch, weil ich gehöre zum Team. Es ist mein Server, mein Projekt. Erstmal entschuldige ich mich natürlich, dass du bevorzugt worden bist. Ich entschuldige mich auch für die Aussagen, die getroffen worden sind, weil mir was anders wiedergegeben worden ist, als es tatsächlich war. Okay, genau. Korrekt. Das finde ich stark von dir, dass du das gemacht hast. Und jetzt möchte ich, dass du diesen Clip löschst. Kann ich machen, wenn du drauf bestehst. Darauf bestehe ich natürlich, ne? Das ist, wie gesagt, üble Nachrede. Ich glaube, jeder andere, der einigermaßen deutschmäßig unterwegs wäre, hätte, ich mache sowas eigentlich auch, aber ich meine, wir konnten jetzt das klären und so. Es ist jetzt unnötig, was ich dafür öffentlich gerade gemacht. Und wenn du das jetzt löschst, dann passt es. Hast du es gelöscht? Ja. Okay, es wird gelöscht. Ja, ich finde das, wie gesagt, stark von dir, was du gerade gemacht hast und dich wie ein Mann entschuldigt hast dafür. Aber ich bin jetzt keiner, der Leute rechtlich auseinandernehmen will, dies, das und so weiter. Aber ich bin aus dem Alter raus. Ich war nie in dem Alter, dass ich jemanden mit Schläge drohe oder Großfamilien komme und so weiter und so fort. Ich finde, jeder soll das genauso wie ich machen, weil das ist einfach das Sinnvollste. Einfach rechtlich immer seine Rechte zu beschützen. Weil wo wären wir denn sonst? Du weißt, wie es bei anderen Ländern abläuft, wo es nicht so krass ist, wie das da regiert wird, wer da in der Macht ist. Und dafür finde ich Deutschland ist ein krasses Land. Geht auf jeden Fall Props raus an Deutschland. Das war es eigentlich von meiner Seite aus. Dann ist das geklärt, ja? Und ich möchte jetzt mal an euch reden. Ich lege euch ans Herz, eine Einstellung so zu haben in dieser Hinsicht wie bei mir. Weil ihr kommt nicht weit, wenn du irgendwelchen Leuten, keine Ahnung, ich bin 25 im Internet, oder was weiß ich, drohst, dass du den verprügelst, dass du den, keine Ahnung, zu dem fährst oder irgendeine Familie schickst. Aber ihr merkt, damit kommt ihr nicht weit. Ihr lebt in Deutschland. Deutschland ist ein krasses Land mit Rechtssystemen und so weiter und so. Klar, ab und zu versagt alles und so, aber rechtlich kannst du keinen irgendwas machen. Du wirst, selbst wenn du zu einem Huren auf der Straße sagst, wirst du in den Arsch vor Gericht. Weißt du, wie ich meine? Und was hätte ich denn in so einem Fall machen sollen? Es ist ein öffentliches Video, wo über mich schlecht geredet wird. Es wird behauptet, dass ich etwas gesagt hätte, was nicht stimmt. Und ich kann gegen sowas nichts machen. Und deswegen feiere ich Deutschland. Deutschland ist in dieser Hinsicht einfach nur geil. Rein rechtlich hätte ich den richtig hardcore auseinandernehmen können. Aber er hat sich gerade gemacht, er hat sich dafür entschuldigt. Deswegen ist es für mich kein Grund, jetzt weiterzumachen. Ich bin keiner, es gibt auch die Sorte von Menschen, die trotzdem darauf bestehen, den rechtlich auseinanderzunehmen und den jeden Cent aus der Tasche zu ziehen. Ich denke immer an die Sache menschlich, aber manchmal ist man in einer Situation, wo du nicht weiterkommst. Und dann musst du einfach den Anwalt dazu holen und dann einen gelben Brief schicken. Das ist einfach so. Das ist gleich wie mit einem Mörder, Hacker. Wenn mich jemand bannt wegen Hacking, Bruder, ich verklag den. Was soll ich denn machen, wenn mich jetzt ein Server bannt und ich habe keinen Bock, dass meine Leute im Stream sehen? Ja, Samu wird gebannt. Er hackt angeblich. Das schädigt meinen Ruf. Wenn ich sowas sehe, dann kann ich dagegen nichts machen. Mit Schlägen bringt nichts. Das Einzige, was ich machen kann, zum Anwalt. Sagt, eine Woche das weg. Gar keine Probleme. Ich finde, in der Hinsicht ist Deutschland einfach krass. Mein Nationalität ist, wie gesagt, menschlich. Ich bin ein Mensch, klar. Aber ich bin zwar hier geboren, aus Türkei. Aber im Gegensatz zur Türkei ist Deutschland krass. Ich finde Deutschland in vieler Hinsicht einfach krass. So, wie es hier so ist. Wie die Straßen hier so sind. Alles so. Das ist einfach so ein geiles Land. Welches Land finde ich besser? Ich sag dir ehrlich, ich bin hier geboren, deswegen finde ich Deutschland für mich besser, weißt du? Ich liebe meine Heimat auch, klar, aber ich bin hier geboren und weil ich hier geboren bin, ist das auch meine Heimat. Da, wo du geboren wurdest, ich finde im Endeffekt gibt es kein Deutschland, Türkei, dies, das. Alles ist die Welt und das, wo du geboren bist, das ist automatisch deine Heimat. Und das ist halt meine Heimat. Ich bin hier geboren. Ich bin hier in der Nähe, 2-3 Kilometer entfernt geboren und deswegen ist es meine Heimat. Und jeder Türke, der sagt, Deutschland, scheiße, der hat keine Ahnung. Der ist dumm, der ist undankbar. Runter von meinem Motorrad, du Bist du nicht Hamza? Doch. Du bist nicht Hamza, Mann, du hast eine andere Stimme. Ey, Hamza, Alter, schrei mal ein bisschen rum und so. Ja, was soll ich sagen? Du bist das nicht, Alter, verpiss dich, du. Du, angeblich, Pisser. Ey, du, Jaro, aussteigen, es rappelt im Karton. Kann ich dir weiter? Ich will alles, was du hast. Tamam, Bro, aber ich hab nix. Okay, passt, hau rein. Lass den liegen. Ja, guck, Lass den liegen, den Hund. Du lässt den liegen.
Das geht, yo. Ich bring ihn zurück. Du lässt den liegen dort! Okay. Jetzt reicht es mir mal mit dir. Auto her. Auto her dort. Also das ist mein neues Auto, ich hab's erst neu gekauft. Wollen Sie wirklich das Auto haben? Ja. Ja, damit. Oh scheiße, Mann. Scheiße. Oh shit, was geht da ab? Ich hab mein Leben lang gespart für diesen Wagen. Ich meine, ja. Wer schießt hier? Wer schießt hier? Bist du überhaupt Kunde hier drin? Hände doch dort. Nicht. Er bleibt stehen. Keine Waffe, Herr Horaus, und Hund. Was soll das? Warum schießt ihr? Macht die Stadt hier unsicher. Nein. Mach dich ab, du Würstchen. Nimm deinen Kollegen und bring den zum Wurstpalast. Was geht denn hier vor sich? Du hast nichts gemacht? Hast du Leute bedroht? Hat er dich bedroht? Wir wollten ein bisschen laufen, ja. Laufen? Tschab. Tschab, hab ich gesagt. Mach dich ab. Okay. Abmachen. Ey, kann ich meinen Wagen zurückhaben? Nein. Ey, raus aus meinem Auto! Ist der verrückt? Der tut. Steh auf oder ich schütte dich. Ich bin bewusst, jetzt. Ja, will ich auch für dich dort. Raus mit dem Müll. Dürfen wir mitfahren? Nein, natürlich nicht. Ja, okay, komm, steig da ein. Steig da ein! Steig ein! Komm, die Tür ist schon offen, Tür ist offen, komm! Tür ist wieder zu. Mach die auf. Ja! Aber scheinbar, du bist tot. Okay. Lauf. Kannst du mich entbannen? Allah. Abo! Boah, Alter, bist du's? Der hat ja miese Bisse. Boah, das geht, du Pisser! Steig ein, ey, Glatzkopf, raus mit dir, Mauer, was ist hier? Du Pisser, ja. Du! Da bist du dran. Was geht? Was geht, Glatzkopf? Mann, diese Frisur habe ich ja gar nicht gewohnt. Ey, ist der tot? Also, verprügelt oder was? Wie lebst du da? Dankeschön, ne? Kein Problem, aber nächstes Mal ziehst du nicht die Waffe, du kleiner Lümmel, du, ne? Ey, kannst du mir vielleicht. Musst du erstmal dein Müsli essen, bevor du hier Waffen ziehst, mein Bester. Wie bin ich in der Luft geflogen? Als wäre ich da im Auto drin. Was? Bauarbeiter wird geschlagen? Kann ich dein Motor haben, Bruderherz? Du kannst mein Auto haben. Ja, Tamam. Schon bin ich, Alter. Ja, der hat mein Motor, ich krieg's wieder. Ja, komm, gib dir dein Motor wieder. Hier.